Davos ist ein Betrug und ein Kult, aber auch ein Versuch, die Welt zu beherrschen. Es ist ein Schneeballsystem, sagt ein Insider, aber es ist auch eine Sekte. Das Weltwirtschaftsforum, das diese Woche im schweizerischen Davos tagt, wehrt sich gegen Verschwörungstheoretiker, die behaupten, das Forum und sein Gründer Klaus Schwab strebten die Weltherrschaft durch einen Great Reset an, der darauf abzielt, die Massen ihres Privateigentums zu berauben, die Wirtschaft zu entindustrialisieren und alle dazu zu bringen, Käfer zu essen. Besitze nichts, sei glücklich. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon einmal gehört, schrieb Adrian Monk, Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums WEF, im vergangenen August. Zitat: Es begann als Screenshot, der von einem anonymen antisemitischen Account auf dem Bilderforum 4chan aus dem Internet geholt wurde. Besitze nichts, sei glücklich. Die jüdische Weltordnung 2030, hieß es in diesem Beitrag, der unter Extremisten viral ging. Zitat Ende. Aber was Monk behauptete, war nicht korrekt. Der Satz, besitze nichts, sei glücklich, stammte nicht von 4chan, sondern von der Webseite des WEF. Zitat, willkommen im Jahr 2030, hieß es in dem Artikel eines dänischen Abgeordneten. Zitat, ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser. Im Jahr 2020, nach den Reaktionen auf den Artikel, nahm das WEF den Beitrag runter. Gleichzeitig kann man kaum behaupten, dass das WEF eine Verschwörung ist. Davos ist eine der öffentlichkeitswirksamsten Veranstaltungen der Welt. Jede Konferenz, auch die diesjährige, führt zu Hunderten von Artikeln über die führenden Politiker, Prominenten und Milliardäre, die an der Konferenz teilnehmen. Zu den mehr als 700 Teilnehmern in diesem Jahr gehören Staatsoberhäupter, darunter der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, und CEOs, darunter Larry Fink von BlackRock. Aber das WEF hat sich als äußerst geheimnisvoll erwiesen, obwohl es die Unternehmen dazu drängt, mehr Informationen offenzulegen. Als Public beim WEF nachfragte, wie die Klaus Schwab Foundation ihr Vermögen anlegt, stellt ein WEF-Sprecher fest, dass sich die Stiftung vom WEF unterscheidet und fügte hinzu, Zitat, das Schweizer Recht verlangt keine Finanzberichterstattung für Stiftungen. Das WEF sagt, dass sein Vermögen von einem internen Investitionsausschuss verwaltet wird, der versucht, Zitat, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, ESG, in seine Investitionsstrategie einzubeziehen, um die langfristigen strategischen Reserven der Stiftung zu verwalten. Zitat Ende. Dennoch hält sich das WEF nicht einmal an das Mindestmaß an Transparenz, das es Unternehmen und Philanthropien ständig predigt. Der WEF-Jahresbericht 2022 wirbt auch mit einer Beziehung zu einem ungenannten Hedgefonds und einem Portfolio an Vermögenswerten, das Schweizer Aktien, Schweizer Anleihen, globale Aktien und Edelmetalle umfasst und zum Teil von Al Gore's Generation Investment Management verwaltet wird. Inzwischen ist Schwab zweifellos einer der einflussreichsten Männer der Welt. Es war nicht der Leiter des Aspen-Instituts oder gar der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der im November letzten Jahres mit den Staats- und Regierungschefs der G20 in Indonesien turtelte. Es war Schwab. Fotos und Videos von der Veranstaltung zeigen, wie Schwab mit den Premierministern von Großbritannien, Kanada und Neuseeland verkehrt. Warum ist das so? Was genau haben Schwab und das WEF vor? Und warum? Ein Kult eingewickelt in einem Betrug, eingewickelt in ein Enigma. Unternehmen, die alles von Insektenproteinen über Elektrofahrräder bis hin zu Kryptowährungen verkaufen wollen, können sich effektiv einen Platz in Davos und auf der WEF-Webseite erkaufen. Zitat, potenzielle Partner haben die Wahl zwischen verschiedenen Partnerschaftsstufen, Zitat Ende, sagt ein WEF-Sprecher. Sie reichen von 120.000 bis 850.000 Schweizer Franken oder 130.000 bis 917.000 US-Dollar. Der in Ungnade gefallene Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, gegen den inzwischen Anklage erhoben wurde, sprach im Mai letzten Jahres in Davos. Bietet diese Investitionssumme ihrem CEO die Möglichkeit, auf der Hauptbühne zu stehen und vom Schwab selbst befragt zu werden? Es ist keine Garantie, auf einem Podium zu sitzen, sagt uns der WEF-Sprecher. FTX war ein Partner des Weltwirtschaftsforums, bestätigte ein WEF-Sprecher im November. Zitat, in Anbetracht der Ereignisse der letzten Woche wurde ihre Partnerschaft ausgesetzt und sie wurden aus dem Bereich Partner auf unserer Webseite entfernt. Zitat Ende.
Das WEF fördert den Stakeholder-Kapitalismus, was in der Theorie bedeutet, dass Unternehmen die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure stärker einbeziehen sollten. Doch die Agenda des WEF wird von denjenigen bestimmt, die gesellschaftliche Akteure ausgrenzen, die die sogenannte ESG-Investitionsbewegung ablehnen, die Hunderte von Milliarden an Pensions- und anderen Investitionsgeldern von Dingen wie Erdgas in erneuerbare Energien umgelenkt hat. Zitat: Der Investitionsausschuss entscheidet über die Investitionsparameter der Fonds und nicht darüber, in welche Produkte das Forum investiert, betonte ein Sprecher. Damit wollen wir jeden Interessenkonflikt vermeiden. Aber der Vorstand des WEF ist ein Who is Who der ESG-Investitionen und umfasst Larry Fink von BlackRock, den Al Gore von Generation Investment Management sowie Petrus Mateep, Gründer und Executive Chairman von African Rainbow Minerals. Sie alle investieren in erneuerbare Energien oder sind in diesem Bereich tätig. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur erfordern Wind- und Solarenergie sowie Elektrofahrzeuge mindestens eine Größenordnung mehr Materialien, Metalle und damit Bergbau als herkömmliche Energiequellen. Zitat: Das Forum hat seit 2017 in verantwortungsvoll gewonnene Edelmetalle investiert. Zitat Ende. Heißt es im WEF-Jahresbericht 2022. Zitat: Ein großer Teil der Aktienzuteilung des Pensionsfonds ist in Al Gore's Generation Investment Management investiert. Zitat Ende. Der Great Reset-Vorschlag des WEF mag von Verschwörungstheoretikern aufgegriffen worden sein, aber die Idee ist, dass die Pandemie dazu führen würde, dass die Nationen ihre Bürger durch eine Kombination aus erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Vegetarismus zu einem energiearmen Leben bewegen. Sowohl Own Nothing, Be Happy als auch das Great Reset-Konzept sind somit die jüngsten Marketingbemühungen einer Organisation, die seit den frühen 70er Jahren für ein Leben mit niedrigem Energieverbrauch und eine malthusianische Agenda zugunsten der Knappheit wirbt. Während des Symposiums in Davos 1973 hielt der italienische Industrielle Aurelio Pecci eine Rede vor den Teilnehmern, in der er seine These von den Grenzen des Wachstums darlegte. Dies trug dazu bei, dass im selben Jahr das Davoser Manifest und der dazugehörige Ethikkodex verfasst wurden. Schwabs Vater, Eugen Schwab, Zitat, war eindeutig kein hochrangiger Nazi, Zitat Ende, sagt ein Historiker. Aber verschiedene Untersuchungen im Laufe der Jahre kommen zu dem Schluss, dass die Fabrik, die der ältere Schwab in Ravensburg, Deutschland, leitete, Zitat, Zwangs- und Fremdarbeiter aus einem Nazilager einsetzte, Zitat Ende. Eine Quelle, die einem Dokumentarfilmteam nahesteht, das auf dem WEF-Treffen 2020 uneingeschränkten Zugang zu Klaus erhielt und anonym bleiben möchte, sagte der Öffentlichkeit, Zitat, Schwab lernte in Amerika den sozialistischen Ansatz in der Unternehmenswelt kennen und wollte ihn nach Europa bringen. Sein Vater gehörte zur deutschen Elite, die den sozialistisch-kapitalistischen Ansatz favorisierte und war ein Freund von Ludwig Erhard, der 1949 Wirtschaftsminister und 1963 Bundeskanzler war. Zitat Ende. Diese Tradition einer bedeutenden sozialen Kontrolle über kapitalistische Unternehmen steht im Einklang mit der Funktion des WEF als Ort für Investoren, um Informationen auszutauschen und Geschäfte zu machen. Zitat: Es ist ein Schneeballsystem, es ist eine Art Frontrunning, Zitat Ende, sagte die Quelle. Dieselbe Person nannte das WEF aber auch eine Sekte. In Davos und an anderen Konferenzen betreibt das WEF eine interne Social-Media-Networking-App namens TopLink und bietet Investoren mehrere Orte, an denen sie Informationen auf höchst hierarchische Weise austauschen können. Wie die Öffentlichkeit erfuhr, einschließlich eines inneren Heiligtums, das nur den VIPs der VIPs vorbehalten ist. Es gibt ein ausgeklügeltes Ausweissystem, das die Teilnehmer der unteren Ebenen von den oberen Rängen fernhält. Außerdem des offiziellen Davos gibt es einen Randbereich, in dem Investoren und vom WEF unabhängige Unternehmen Veranstaltungen durchführen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Problem, so der WEF-Unternehmer, ist, dass, Zitat, niemand die Kühnheit hat, ihn oder das, was er tut, zu hinterfragen. Sie alle folgen ihm, wie eine bestimmte Art von Führer, den man nicht in Frage stellen kann. Schwab und seine Frau haben diesen Kult geschaffen,
weil sie ihn zum Helden gemacht haben, und er hat es akzeptiert. Die Führer dieser Welt kommen zu ihm, weil sie an ihn glauben und über Nachhaltigkeit nachdenken. Er ist sich der Verschwörungstheorien durchaus bewusst und weiß, dass einige glauben, er sei ein Kommunist oder Faschist. Er sagt, das sei ihm egal und er brauche nur mehr Bodyguards. Zitat Ende. Warum ist Klaus Schwab eigentlich zu einem der einflussreichsten Männer der Welt geworden? Rückschlag für die alte Ordnung in Davos. Nachdem das WEF 3 Jahre lang in der Defensive war, ist es nun in die Offensive gegen Desinformation gegangen. Zitat: Die Folgen einer ungebremsten Desinformation sind gefährlich, Zitat Ende, sagte Monk vom WEF im letzten Sommer und beschuldigte das Internet-Messageboard 4chan, das seiner Meinung nach, Zitat, von den Betreibern einer russischen Propagandakampagne genutzt wurde, Zitat Ende. Die Absicht war offenbar, Desinformationen zu verbreiten, um die, Zitat, rechtsextreme Empörung über Covid-19 zu schüren und den Extremismus im eigenen Land aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Vor 2 Jahren kündigte das WEF eine Partnerschaft mit Reuters an, Zitat, dem weltweit größten Multimedia-Nachrichtenanbieter, für die exklusive Verbreitung von Inhalten auf seinem preisgekrönten Marktplatz für digitale Inhalte. Zitat Ende. Und ganz oben auf der Tagesordnung steht in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Die klare und gegenwärtige Gefahr der Desinformation, an der der ehemalige CNN-Moderator Brian Stelter, Arthur Greg Salzenberger, der Vorsitzende der New York Times, und Vera Jourova, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz, teilnehmen. Doch die Bemühungen der Medieneliten, den Internetgeist wieder in die Flasche zu stecken, sind zum Scheitern verurteilt. Die Bemühungen, Twitter, die wichtigste Social-Media-Plattform für Nachrichten, zu kontrollieren, sind mit der Übernahme durch Elon Musk Ende letzten Jahres auf die Erde gestürzt. Und nur 29% der Erwachsenen in den USA sagen, dass sie ziemlich viel Vertrauen in Journalisten haben, während fast die Hälfte, 44%, weniger bis gar keins hat. In der Zwischenzeit bricht die vom WEF befürwortete einheitliche, globalistische, neoliberale Welt rapide auseinander. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der neuen Betonung des Militarismus durch den chinesischen Premierminister Xi Jinping, im Gegensatz zum Westen, wächst die Kluft zwischen dem Westen und dem Osten. Davos und das WEF sehen heute eher wie ein gescheitertes Versailles oder ein gescheitertes Schneeballsystem aus, als wie globale Marionettenspieler. Die Gegenreaktion auf seine Agenda hat das WEF überrumpelt. Das WEF und die breitere ESG-Bewegung haben die erneuerbaren Energien überverkauft und sind mitverantwortlich für die unzureichende Erdgasversorgung sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten, was zu einem Anstieg des weltweiten Kohleverbrauchs um 1% im Jahr 2022 führte. In den USA hat das übermäßige Vertrauen in erneuerbare Energien zu Stromausfällen und in die Höhe schießenden Erdgas- und Strompreisen geführt. Blockchain und Kryptowährungen sind mit der Verhaftung des Pioniers der Kryptowährungsbörse Sam Bankman-Fried spektakulär abgestürzt. Selbst die Befürworter der WEF-Agenda sehen die Zeichen der Zeit. Zitat: Die Ära nach dem Kalten Krieg, die von der Idee beherrscht wurde, dass die westliche liberale Demokratie und der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft alle Antworten bereithalten, ist vorbei. Zitat Ende, schrieb die New York Times letzte Woche. Zitat: Genau das war das Ethos von Davos. Auch wenn Schwab zweifelsohne eine gute Show abliefern wird, ist es doch auffällig, wie viele Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr beschlossen haben, der Veranstaltung fernzubleiben. 9 der 10 reichsten Männer, darunter Bill Gates und Elon Musk, werden nicht anwesend sein. Auch Joe Biden wird nicht kommen, der stattdessen seinen Klimabeauftragten John Kerry schickt, der kein Kabinettsamt innehat. China schickt einen Vizepremier. Der Ukrainer Wladimir Selenskyj hat zwar sein Erscheinen zugesagt, wird aber möglicherweise per Videokonferenz zugeschaltet. Der einzige große Staatschef, der als Redner vorgesehen ist, ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, was an sich schon aufschlussreich ist. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist und damit Deutschlands Abhängigkeit von Putin in Bezug auf billiges Erdgas zunichte gemacht hat, ist Scholz verzweifelt auf der Suche nach Erdgasverträgen um die Welt gereist, was die Unzulänglichkeit des vom WEF propagierten Lebens- und Wirtschaftsstils der erneuerbaren Energien und der Deindustrialisierung mit niedrigem Energieverbrauch dramatisch unterstreicht.
Zitat: Niemand will die derzeitige Weltordnung, Zitat Ende, sagt Amitabh Kant, ein indischer Think Tank Manager, der Indien geholfen hat, die Präsidentschaft der Gruppe der 20 für 2023 zu gewinnen, gegenüber der Times. Zitat: Es gibt immer noch 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die kein Bankkonto haben. Zitat Ende. Damit scheint das WEF von Schwabs Ziel der Weltherrschaft weiter entfernt zu sein als zu jedem anderen Zeitpunkt in seiner 50-jährigen Geschichte. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht aufhören werden, es zu versuchen.